Herzlich willkommen, grüß Gott, liebe Leute, egal von wo ihr zuschaut, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag oder auch gehabt oder einen schönen Abend. Es geht weiter. Das Korsarennest. Ja, ich muss irgendwann mal hier noch die Honigwaben rüber zu Tucker bringen. Auf das große Schiff, wie ich da hinkomme, das muss ich noch herausfinden, aber gehen wir erstmal hier so entlang. Hey Jones, warte mal. Was willst du von mir, Joe? Willst du dir etwas dazu verdienen? Warum nicht? Gut, aber du musst dein Maul halten können. Was ich dir jetzt erzähle, geht niemanden etwas an, klar? Klar. Ich kann schweigen wie ein Grab hier. Klar, ich kann schweigen wie ein Grab. Das hoffe ich für dich, denn sonst sorge ich dafür, dass du tatsächlich wie ein Grab schweigen wirst. Verstanden? Ja, ja. Ich sagte dir ja bereits, dass ich schweigen werde. Na schön, dann hör mir mal gut zu. Als ich vor ein paar Tagen zum alten Sam ging, konnte ich ihn beobachten, wie er heimlich sein Gold gezählt hat. Mann, das waren bestimmt mehr als 200 Goldstücke. Er hatte diese in einen Beutel gesteckt und sich dann mit diesem auf dem Weg zur Küste gemacht. Ich verfolgte ihn natürlich sofort, da ich wissen wollte, was der Alte mit dem Gold vorhatte. Doch plötzlich war er verschwunden. Keine Ahnung, wo er auf einmal hin war. Erst nach einer halben Stunde sah ich ihn wieder. Aber da hatte er das Gold leider nicht mehr bei sich. Er muss es also irgendwo versteckt haben. Ich wette, dass es sich dabei um seine Beuteanteile von den letzten Kaperfahrten handelt. Der alte Geizer hortet ja lieber sein Gold, als es zu versaufen. So. Und warum erzählst du mir das, Joe? Nun, ich hatte erst versucht, alleine das Versteck von Sams Gold zu finden. Habe die halbe Insel auf den Kopf gestellt, aber es war alles vergeblich. Verstehe. Ich soll dir wohl suchen helfen? So ist es. Derjenige, der den Beutel findet, teilt die Beute mit dem anderen. Vier Augen sehen eben besser als zwei. Ich denke mal, dass es etwa 200 Goldmünzen sein werden, die der alte Sam versteckt hat. Das heißt, du würdest mir dann 100 Goldmünzen geben, wenn du den Beutel finden würdest? Na klar doch. Genau so ist es. So weiß ich, dass du mich nicht über das Ohr hauen wirst. Ich doch nicht. Korsan Ehrenwort. Du kannst mir glauben. Ja, ja. Na schön. Ich werde dir helfen, den Beutel zu suchen. Gut. Gibt's einen Eintrag? Die versteckte Beute. Ja, ja. Tja. Also wenn er schon die halbe Insel auf den Kopf gestellt hat, dann kann es ja nicht auf der Insel sein. Also wirklich logischerweise... die Sache wird schwierig werden. Rüstung ansehen. Die Sache wird schwierig werden. Okay, dann werde ich mal drauf ansprechen. Die Suche wird schwierig werden. Ach, die Insel ist zwar nicht allzu groß, aber ein Beutel mit Gold kann man überall verstecken. Natürlich. Sonst hätte ich dich ja auch nicht um Hilfe gebeten. Wo hast du Sam zuletzt gesehen? Vielleicht sollte man dort als nächstes suchen. Sam ist zum Strand gegenüber der Alligatoreninsel hinuntergegangen. Und dort habe ich ihn auch aus den Augen verloren. Tja. So. Haifisch Joe hat selbst zuletzt... Ja, okay. Alligatoreninsel. Gut. Die kennen wir ja nur zu gut, die Alligatoreninsel. Apropos, wie viele Stufen habe ich denn noch? Nee, Stufe 3 Lernpunkte. Nullinger. Mhm, okay. Jetzt gilt es zu gucken, wie wir rüberkommen. Zu dem großen Schiff oder ob ich überhaupt die Möglichkeit habe... Nee, das ist jetzt falsch gewesen, glaube ich. Also auf dem Schiff hinten, auf dem kleinen, war ich ja drauf. Ich schwimme mal hier rum. Vielleicht wird sich hier noch was ergeben. Man weiß es ja nicht. Hier ist nichts. Schade. Ah, guck ich mal weiter. Genau. Ist damit das große Schiffchen gemeint? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier... auf das Ding hier anlande. Nee, geht nicht. Da muss ich erst an Land. Oh, toll. Alligatoreninsel. Rüberschwimmen. Ist das die Alligatoreninsel? Das wird so böse sein, was? Gucken wir mal. Gehen wir mal die Leiter runter und schauen wir mal, wo wir mit dem kleinen Schiff da hinkommen. Es kann ja sein, dass wir, ne, irgendwie... mit diesem Schiffchen irgendwo hinsegeln können. So.
gehe ich jetzt mal rüber, springe ich mal drauf. Und? Passiert nichts. Okay. Dann nicht. Dann haben wir Pech gehabt. Ach ja. Leiter hoch. Leiter hoch. Ja, dann schlafen wir doch mal eine Runde, damit wir Sam mal hier sein Rezept da mal abkaufen können. Und dann den grünen Novizen haben. Moment mal, ich kann ja ein bisschen Fleisch für mich braten. Ein Stück Fleisch oder 10 Stück Fleisch braten? Ja, kann ich machen, habe ich gemacht. Sehr gut, funktioniert. Ah, gehen wir mal rüber zu Sam. Ach, und er hat auch noch eine Aufgabe für mich hier. Der Jerome. Hey Jerome, was hockst du auf dem kalten Felsen rum? So, hast du vielleicht auch noch einen Job für mich? Bring mir bei, wie ich das habe ich gehabt. Wie ist mein Ruf bei den Korsaren? Kannst du mir etwas verkaufen? Na, mal gucken, was er sagt. Hast du vielleicht auch einen Job für mich? Einen Job? Warum? Um mich bei Mendoza zu empfehlen. Oder wäre eine Empfehlung von dir beim Captain nichts wert? Hm. Ich habe zwar mit dem Alten noch eine Rechnung offen, aber eine Empfehlung von mir dürfte eigentlich nicht schaden. Gut, dann mache ich halt irgendeine Kleinigkeit für dich. Und du sagst dem Captain, dass du mit mir zufrieden warst. So können wir es machen. Allerdings wirst du auch wirklich etwas tun müssen. Ich kann mir hier nicht irgendetwas ausdenken und dann den Alten anschwindeln. Mendoza ist ein gewiefter Hund, dem man nichts vormachen kann. Na schön, dann gib mir eine Aufgabe. Hm. Du könntest für mich heute Nacht die Strandwache übernehmen. Was sagst du dazu? Wie? Wache schieben? Damit soll ich mir Respekt verschaffen? Ich weiß nicht. Nun, es wäre ein Anfang. Bisher wurden ja du und deine Freunde vom Wachdienst ausgeschlossen. Alleine schon deshalb, weil ihr nicht zur Crew gehört. Das heißt, wenn ich die Wache übernehme, gehöre ich dann bereits zur Crew? So schnell geht das jetzt nicht, Jones. Aber wie gesagt, es wäre ein Anfang. In Ordnung. Ich übernehme deine Wache. Soll ich auch auf irgendetwas achten? Gut, dass du dies jetzt ansprichst. Auf meiner Wache sollte ich mir ganz besonders den Strandabschnitt gegenüber der Alligatoreninsel ansehen. Nachts sind da immer seltsame Geräusche zu hören. Soll sich richtig gruselig anhören, meinte der Captain. Na, ich denke, der Alte wollte mir nur Angst einjagen. Ich habe da schon einen Verdacht, wer diese Geräusche verursacht. Muss aber erst Gewissheit haben, bevor ich dies Mendoza melden kann. Einen Verdacht? Was für einen? Das werde ich dir erst nach deiner Nachtwache erzählen. Du musst mir erst bestätigen, ob ich mit meinem Verdacht richtig liege. Na gut, ich werde die Wache für dich übernehmen. Schön. Na dann, viel Erfolg. Tja, der Jerome, der kommt mir echt sympathisch rüber. Finde ich gut. Stopp. Strandwache. Mhm. Nachtwache. Mhm. Alligatoreninsel. Das ist also die Alligatoreninsel, die da hinten irgendwo ist. So, jetzt gehen wir mal zu Samchen rüber. Ist der Tabak fertig? Ja. Schmeckt zwar nicht übel, das Zeug. Wäre mir aber etwas zu stark. Aber Bird kann ja alles vertragen. Jetzt musst du mir nur noch etwas Gold geben und dann kannst du das Zeug haben. Oh, wie viel habe ich denn bei? Willst du auch noch Gold für den Tabak haben? Schließlich habe ich dir die Pflanzen hierfür besorgt. Na und? Dafür habe ich dir doch schließlich 50 Goldstücke gegeben, oder nicht? Und die willst du wohl jetzt wieder zurückhaben, was? Ja, toll. Ich fürchte, dass das nicht reichen wird, Jones. Oh Gott. So. Wie viel willst du denn haben? 1000. Was? Für die drei Stängel? Sagen wir 300 Goldstücke. Bist du bekloppt? Was? 300 Goldstücke? Du mieser Betrüger, rück sofort den Tabak raus. Was sonst? Ärger Jones? Schon gut, du hast gewonnen. Ho ho ho. Dein Glück, Jones. Aber damit du siehst, dass ich nicht nachtragend bin, soll mein Angebot weiter bestehen bleiben. Ja, mit 300 Stücken, wa? Für 300 Goldstücke kannst du den Tabak nach wie vor haben. Das ist nicht schön. Also, hätte ich 300 Goldstücke, würde diese Gesprächsoption ja da sein. Und wie viel habe ich? 11. Das heißt also, ich müsste verkaufen. Also wirklich, es wird einem hier in dieser Mod überhaupt nicht einfach gemacht. Ja, und Mendoza hat ein Auge auf mich. Mann, speichern. Dann gehen wir mal rüber zu Ned
Vielleicht hat er ja was Nettes für uns. Der soll ja irgendwie ein guter Dieb gewesen sein. Ja, ja, es kommen jetzt Aufgaben auf uns zu. Und zwar ganz schön viele. Da unten hockt er schon und Snipe ist im Weg. Also auf dem Weg und kann mir hier erstmal nicht gefährlich werden, dass er mir hier auch noch wieder was abknüpft. So nett. Nett, du warst doch mal ein guter Dieb, oder? Was heißt hier wahr? Ich bin es immer noch. Dann kannst du mir doch bestimmt einiges beibringen, oder? Na klar, eine ganze Menge. Ich bin ein ganz guter Taschendieb und auch im Schlösserknacken bin ich nicht schlecht. Aha. Wichtig dabei ist nur, dass man hierfür über das nötige Geschick verfügt. Dann kann man so einiges erreichen. Allerdings mache ich das nicht umsonst, Jones. Ja klar. Du musst schon dafür etwas springen lassen. Aber sowas kennst du ja bereits, nicht? So ich dir, so du mir, was? Na schön, wie viel willst du haben? Lass mich überlegen. Du solltest natürlich auch über etwas Erfahrung verfügen, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Nun, wenn ich deine Geschicklichkeit steigern soll, zahlst du mir für die Stunde 50 Goldmünzen. Für die Stunde? Wenn du allerdings nicht so viel Gold und Erfahrung haben solltest, kannst du mir auch 10 Goldmünzen zahlen. Dann fällt das Training eben etwas kürzer aus. Darüber hinaus zahlst du mir für die Kenntnisse über den Taschendiebstahl und über das Schlösserknacken jeweils 50 Goldmünzen. Und natürlich Lernpunkte, ne? Ich will meine Geschicklichkeit verbessern. In Ordnung, Jones. Siehst du? 10 Gold. Also, hätte ich mehr Gold dabei, dann würde mehr stehen. Ja, okay. Gucken wir mal unter allgemeine Infos. Lehrer auf der Korsaninsel. Ned kann mir meine Geschicklichkeit verbessern. Ja, weiter geht's. So, was bekloppt ist aber auch. Nein, da will ich nicht runter. Das ist ja doof. Muss ich mal wieder irgendwie rumschwimmen. Bei Haifisch Joe kann ich noch eventuell was verkaufen, ein bisschen zu Gold machen. Hey du! Sag mir das. Du, aber versch... Ja, verschone mich mit deinem Gekawatsche. Was es kostet denn hier? Oh, ein Stück. Ich hab nicht viel. 5 Heilkraut. 6. Das ist doch alles Mist. Heilkraut brauche ich bestimmt selber. Heilwurzel. Was? Heilwurzel sieht aber aus wie eine Goblinbeere hier. Nee, die ist die hier. Das ist die hier. Die hat einen Geschicklichkeitsbonus. Feuernessel. Bringt auch nicht so viel. Was bringt denn hier richtig viel? Wo sind meine Goldsachen? Ich habe doch Goldsachen mal gehabt. Verstehe ich nicht. Ich habe das in der letzten Folge schon bemängelt. Ah, sowas bekloppt es aber auch. Dann werde ich erstmal rüber zu Ali. Nee. Ich weiß noch nicht, ich bin hier im Zwiespalt. Zwiespalt bis bald. Gucken wir mal. Geh ich mal hier runter. Moment. Hier ist doch das mit dem, mit dieser Wand. Hier soll das doch gewesen sein. Jetzt wollen wir gleich mal gucken, ob das wirklich, ich wirklich vergessen habe. Ah, hier komme ich nicht weiter. Doch hier dieses Goldzeug gefunden hat. Also Goldteller und sowas. Ja, habe ich alles aufgelesen. Hier ist nichts mehr. Habe ich das schon vorher verkauft? Kann einer von euch aufmerksamen Zuschauern mir vielleicht eventuell sagen, ob ich mein Goldzeug verkauft habe? Ich weiß es nicht mehr. Schlösserknacken verstehe ja, ich weiß, ich habe kein Talent. Das muss ich erstmal bei Ned lernen. Na, tolle Nummer. Okay, dann werde ich das Ganze mal ein bisschen überspringen. Das ist wohl die Alligatoreninsel. Die hat ihren Namen nicht zu Unrecht. Ja, ich habe mich ja ein bisschen upgraden können. Und wenn ich jetzt da ins Gewühl gehe, ja? Ich habe vorher abgespeichert, keine Angst. Wenn ich da ins Gewühl gehe und gleich mich versuche, hier ein paar People zu machen, habe ich überhaupt die Chance? Ich weiß es nicht. Was gefräßiger Alligator. Ja. Oh!
kurz, das Bild mir zu viel herum. Boah. Kommen die mir nach? Na ja. Ist klar. Mach ihn jetzt. Ich kann auch nichts essen oder sowas währenddessen. Gucken, vielleicht kann ich so irgendwie... Ich tauche mal hier runter. Vielleicht bleiben sie dann hängen. Okay. Oh, okay, dann haben wir hier noch ein bisschen den befleckten Strand. Der wittert mich nicht. Die sind höchstwahrscheinlich noch drüben, also kann ich ein bisschen was essen. Ja. Ich nicht so viel. Ah, da hinten sind sie. Oh, du liebes bisschen, jetzt kommen sie. Oh, toll. Und jetzt mampfen sie. Mann. Hat mir jetzt gar nichts gebracht. Untertauchen. Es ist jetzt echt nur ein Versuch von mir. Vielleicht soll ich dann doch einen Trank nehmen. Ansonsten muss ich es schneiden. Und was ist denn hier? Embarta für Gastro. Nee, ich muss es nochmal neu laden. So wird es nichts. Okay, andere Strategie. Ich mach's mir einfacher. Ich lock sie einzeln heran. Wie will man das machen? Ja, okay. Also, bis mich einer hier erspäht, erwittert. Erwittert, ja. Hallo, du sollst mal hier mich mal... Ja, genau, richtig. So. Super, komm mal hinter... Schön hinter mir hergeschwommen. Richtig. Dann machen wir das auch. Und wenn meine Logik stimmen sollte. Und die scheint wohl zu stimmen. Kann ich den gefräßigen Alligator, während er so gemütlichst... Da ist nichts zu holen. ...am Strand liegt, natzen. Und er hat mir... Und er hat mir nichts angetan. Wie cool ist das denn? Das mache ich mit dem nächsten auch so und mit den anderen mache ich es auch so. Machen wir ihn auch nochmal. Na, da ist er. So, ich stehe ja dann schon. Kann den Knüppel ziehen. Und ihn hier auf den Rücken hauen mit meiner Keule. So einfach ist das. Und da machen wir auch schöne Erfahrungspunkte mit. Super klasse. Also, wie schon gesagt, ich werde das bei den anderen auch so machen. Und dann schalte ich mich wieder ein. Ah, hier brauche ich nicht rüber. Ah, auf jeden Fall habe ich schon mal mehr Power. Da ist nichts zu holen. Ja, hier kann man auch nichts holen. Hier liegt ein Rope. Und da hinten schwimmt ein Fisch. Und hier ist das ganz große Korsarenschiff. Wo es wie hinkommt. Nee, ne? Ich fasse es nicht. Hier gibt es Feldknöterich. Und ich habe hier für teuer Geld ist meine zwei Drachenwurzeln. Ich fasse es nicht. Oh, in der letzten Folge. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So ein Mist. Entweder habe ich das missverstanden mit der Nachbarinsel und Feldknöterich. Oh, oder wieder mal nicht richtig gelesen. Naja. Okay, komm her. Muss ich halt eben wieder ein bisschen Schmerzen einstecken. Ja, genau. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das ist gut. Dann noch eine Klappmuffel. Und hier soll auch der Schatz sein, beziehungsweise der Lederbeutel. Oh, gleich zwei Stück. Nee, das ist nicht so toll. Von der Seite aus. Welcher ist näher? Der ist näher. Gut.
springe ich mal hier rein. Ja, toll! Was denn jetzt? Was wird denn das, wenn es fertig ist? Nanometer. Okay, der Alligator schwimmt noch. Haui, haui. Ist gut, alles klar. Ja, so sieht's doch aus. Heilkraut, das bringt ein bisschen was. Und Heilpflanze bringt auch ein bisschen was. Und Speicher bringt auch was. Okay, ich werde sie jetzt hier auch nochmal hier alle so auf die Art und Weise hier am Strand auf den Dez rüberziehen. Ja, hier liegen welche. Und auf der anderen Seite liegen auch welche, die ich nach dieser Methode vorgegangen bin. Und ich glaube, ich habe nur noch einen zu tun. Richtig. Und da ist ein Grab. Hier ist ein Knochen eines Skelettes. Hier liegt ein Skelett. Ein paar Kokosnüsse gibt es auch noch. Und wenn mich nicht alles täuscht, stehe ich kurz vorm Levelabstieg. Aufstieg. Levelabstieg. Nein, nein. Auch so viele Kokosnüsse. Und die alle mampfen, das gibt bestimmt wieder Stärke. Du Alligatorchen, komm her. Komm zu Papi hergeschwommen. Im Rückenstiel, richtig. Genau, jetzt gibt es ein Fußfassen hier. Genau. Und hau auf ihn drauf. Oh. Das dürfte... Ja! Stufe gestiege. Genau, 7500 wäre die nächste Stufe. 10 Lernpunkte, so mag ich das. Herrlich. Kokosnüsse hier auf. Ich ärgere mich, dass hier Feldknoten sind. Nein, was ist das? Ach, das ist nur eine Muschel, eine klappende Muschel. Was ist das? Das ist nur Wurzelholz. Kokosnüsse. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich wohl denke, dass da was ist. Und zwar hier. Ein altes Grab. Es ist zu weit entfernt, das Grab. Und wieso? Ich stehe doch direkt davor. Es ist zu weit entfernt. Kokosnuss, was ist denn hier nochmal zu weit entfernt? Da muss ich irgendwie... Ne? Ist zu weit entfernt. Altes Grab, das ist zu weit entfernt. Nö, da kann ich nichts machen. Warum aber auch immer. Ich schätze mal, ich brauche eine Spitzhacke. Aber von wem kriege ich eine Spitzhacke? Große Frage. Haifisch Joe hat Sam zuletzt am Strand gegenüber von der Alligatoreninsel gesehen. Am Strand. Vielleicht sollte ich dort als erstes suchen. Also gegenüber von der Alligatoreninsel. Da drüben also. Also genau hier gegenüber. Hier habe ich ja gesucht. Habe ich hier eigentlich schon alles abgesucht, richtig? Ich meine ja. Nur sonst sitzen wir ja hier irgendwie... Mit einem Lederbeutel oder so. Aber ich bin noch nicht auf diese Felsen geklettert. Vielleicht ist da was. Ist hier was? Nein. Bin ich eventuell hier oben drauf? Ja, komme ich. Und hier oben. Wir sehen nichts. Schön. Gut, dann werde ich hier rüber schwimmen zur großen Insel. Dort auch mal die Alligatoren erledigen, und wenn sich was erledigt hat oder wenn da was Neues ist, melde ich mich wieder. Bis auf den Sprung. Ja, nachdem ich hier angekommen bin und mein Inventar ein bisschen Kokosnüsse gegessen habe, bin ich auf 35 Stärke, von 34 auf 35 Stärke gekommen. Ich habe eine schwarze Perle gefunden, ein paar Perlen mehr. Die ist 1000 wert, diese schwarze Perle. Und ich mache mich jetzt auf den Weg und werde mal hier die anderen Alligatoren auch niedermetzeln. Bis dann. Jawohl, dieser Bereich ist jetzt befreit von den Alligatoren. Und hier ist ein Haufen voller Zeug, Leute. Was haben wir denn hier? Oh, so ist es weiß. Ein Lederbeutel, na klasse. Ein rostiges Schwert. Ah, endlich mal was Geileres hier. Ein Trank. Knochen am Skeletten. Was ist das hier? Findest du auch...
Nein, nur Meter, was ist das? Ich wollte da doch hin, das Zeug auch sammeln. Wo kommt dieser Schattenläufer an? Spannend! Ach du liebe Lieschen, was machen wir jetzt? Der kommt sogar hoch. Mein Gott, ist der clever. Oh, vielleicht kann ich hier runterrutschen. Oh, ja, kann ich. Oh, der kommt aber auch. Boah, der hört sich ja bombastisch schwer an, liebe Leute. Okay, er hängt da. Soll ich den jetzt erstmal in Ruhe lassen, oder was? Oder wie? Oder was? Ach so, er ist doch mal eben, runter und hat sich gleich schlafen gelegt. Dann wollen wir dann auch schlafen lassen. Ach ja, stimmt ja, da war ja noch ein Schattenläufer irgendwo. Dann gehen wir mal wieder schnell zurück zu diesem Haufen, ne? Da müssen wir, glaube ich, noch was holen. So, was haben wir denn noch alles? Oh, das haben wir, glaube ich, schon alles gelootet hier. Ja, schön. Ja, dann werde ich nochmal zusehen, dass ich ganz schnell mal wieder rüberkomme. Und gucken, was wir alles so haben. Wir haben einen Lederbeutel. Ein Lederbeutel, ein schwerer Lederbeutel. Gefüllt mit goldenen Münzen 100. Und das war's, oder was? Oder wieder was? Ist es das? Das ist der Tränenpfeffer. Naja, gut, okay. Dann werden wir mal rüberschwimmen. Oder ich mache hier nochmal hier alles platt. Mal schauen. Nicht rüberschwimmen. Erstmal hier alles platt machen. Ich melde mich wieder. Bis auf den Sprung. Ja, jetzt hat sich dieser Schattenläufer wieder da hinten hingespawnt. Und da ist noch eine Bananenstaude. Aber bevor ich... werde ich erstmal hier das rostige Schwert anlegen. Und ich wage es noch nicht, diesen Schattenläufer... ups! Schattenläufer zu killen. Naja, mal schauen. Das wird nix. Ich will nur wissen, ob hier irgendwie was in der Nähe ist. Nein, das wird nix. Hilfe, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Ja, okay. Ich will doch nur wissen, ob du da irgendwas verbirgst. Ja, ganz schön. Ja, hier ist ein Kreuz. Okay, wissen wir Bescheid. Ich werde mir später diese Insel auch nochmal anschauen, aber es dämmert gerade so schön und das erinnert mich, dass ich ja noch Strandwache habe. Am Strand gegenüber von der Alligatoreninsel. Da schwimme ich mal eben rüber und dann sehen wir auf den Sprung weiter. Ja, also gehen wir hier erstmal rein. Schlafen eine Runde bis Mitternacht. So, bis mittags, bis zum nächsten Mitternacht. Ach, und bis 3 Uhr kann man auch schlafen nachts. Boah, bis Mitternacht schlafen. Ja, und dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder runter. Da steht der Turner. Gehen hier unten an den Strand lang. Da tut sich ja was. Ich höre auf jeden Fall was. Ich höre Geräusche. Ganz komische Geräusche. Hört doch auch hier was, ne? Gab's einen Eintrag? Nein, noch nicht. Jetzt muss ich drüber schwimmen. Oh weia. Da gibt's hier was. Nee. Da gibt's nichts zu hören, nichts zu sehen. Muss ich wieder rüber. Hier war doch was. Hier war doch was. Oh Gott. Es hat sich hier was versteckt. Schön viele Frösche. Nee, das ist ja nur dieser Durchgang. Ach ja, spannend. Hier ist doch was. Hör es doch eindeutig.
Also nochmal hier hoch. Oder ist ein anderer Strand gemeint? Ich weiß es nicht. Fangen wir mal Turner. Bin gespannt, wann dich der Captain als Sklave an die Orks und... Ja, okay, kenne ich schon. Ich verstehe das jetzt nicht. Muss ich hier hoch? Jerome, hey, hier bin ich. Nö. Hier gibt's nichts. Strandwache habe ich doch jetzt gemacht. Hm. Super geil. Das war knapp. Strandwache. Vielleicht ist es ein bisschen später. Wie spät haben wir es denn jetzt eigentlich? 0.39 Uhr. Da sollte mal langsam was passieren. Gut, okay. Liebe Leute, ich warte noch, bis hier was passiert. Dann nehme ich es für euch auf. Verabschiede mich für diese Folge. Schreibt Kommentare, gebt mir ein Abo oder einen Daumen und oder je nachdem. Ach ja, schauen wir mal, was passiert. Ich sage tschüss.